Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind letztes Mal dabei stehen geblieben, Azuras Stern zu finden. Wir wollen nicht lange rumreden, sondern direkt weitermachen. So, wir sind hier in dieser Höhle, beziehungsweise in dieser Festung. Wir brauchen mehr Seelen für den Stern. Der letzte Stahl, bevor er abgeerntet werden konnte. Wir kennen nicht, sobald ein weiterer Dorfbewohner verschwinden. Was? Ja. Quatsch nett. Die beiden haben es hinter sich. Oh, wieder Seelensteinfragmente. Oh, hier sind noch mehr drin. Die nehmen wir mit. Mal dran komme. Oh, da. Oh, das ist schmerzhaft, glaube ich. Ja, ich möchte nur durchsuchen. Feuersalze. Ist nichts wert. Oh, ich krieg von beiden meine Pfeiler nicht wieder. Schade. Und das hatten wir schon gelesen, ganz genau. Okay. Was haben wir hier noch? Noch mehr Seelensteine. Und im Schrank nix Gescheites. Okay. Da sieht's aus, als ob es weitergeht. Ich will aber wissen, was hier noch hinter ist. Ein paar Tränke. Tränke können wir immer gut gebrauchen. Wer weiß, wozu sie uns noch irgendwann mal nützlich sind. Gut, das war's. In der Kommode noch mal nachsehen, ob da vielleicht Gold drin versteckt ist. Nein, leider nicht. Egal. Oh, eine Truhe. War nicht gesehen gehabt. Hier ist aber Gold drin versteckt. Sehr schön. Immer tiefer in dieser Festung. Mal gucken, was uns erwartet. Ah ja. Einmal nachschauen. Was rüsten wir aus? Wir gehen nochmal mit der Gesundheit etwas höher. Gucken mal, ob wir bei der Schießkunst schon irgendwas machen können, aber ich glaube nicht. Nein, erfordert 60. Was haben wir? Das erfordert auch 60. Okay, was ist denn hier hinten? Na, da kümmern wir uns später drum. Diese Schlösser werden wir jetzt alle knacken. Wenn hier hinter nichts liegt, was uns hilft. Aber so können wir das Schlossknacken trainieren und desto schneller können wir den Schlüssel wieder abgeben, den wir hier eigentlich nicht behalten sollen. Oh, hier nochmal Adept, sehr schön. Na komm, sehr schön. Ah, ihr seht, wie schnell das Schlossknacken dann höher geht. Und hier kriegen meine beiden Stahlpfeile wieder. Sehr schön. Hier ist überall nichts drin. Hier nochmal Adept. Ja, das war ja einfach. Und auch hier ist nichts drin. Hätten wir den Schlüssel nicht, hätten wir wahrscheinlich umsonst einige Dietriche abgebrochen. Aber so. Simpel. Wer bist du denn? Noch eine Seele für den Meister. War mal erlebt. Überleben die jetzt? Die müssten doch eigentlich wieder zusammenfallen. Okay, scheint nicht. Naja. Wirklich mal ein bisschen. Als ob hier keiner ist. Da ist jetzt der Pfeil stecken geblieben bei dir.
sein. Ah, hier können wir schön was mitnehmen. Das freut mich. Und auch hier Pfeile. Da ist nichts Gescheites drin. Lass mal hier um die Ecke kommen. Hier geht es dann weiter, aber hier um die Ecke wird es nicht gut gehen. Genau. Deswegen gucken wir uns erstmal hier rum, ob wir hier noch was Schönes finden. Dann gucken wir jetzt aber danach aus, als ob hier nichts wäre. Gut, dann wir ja direkt weiter. Gucken mal, was uns hier oben erwartet. Sicher, dass hier oben hinter der Ecke ein Gegner ist. Durchgang. Das ist doch ein Gegner. Ich darf schwören, oder? War nett. Na gut. Skelette durchsuchen, das mache ich doch gerne. Eigentlich damit gerechnet, super Stern zu brauchen. Eigentlich, wie gesagt, damit gerechnet. Das Grimoire zum schwarzen Stern. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Warum nicht? Super Stern zum Brauchen. Zwergenbogen des Entziehens. Verursacht zusätzlich noch Magikaschaden. Das ist nicht schlecht, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das Schwert müssen wir hier liegen. Und den schwarzen Stern nehmen wir mit. Aber jetzt. Also bringe den Stern zu Aranea oder bringe den Stern zu Nelaka. Was machen wir denn da? Ich würde einfach mal so behaupten, wir gehen mit dem schwarzen Stern zu Azura. Warum soll ich denn hier wieder rein? Wir gehen zu Azura, weil wir wollen doch Champion von dem nächsten Dedra werden. Das können wir machen, indem wir wahrscheinlich hat hier den schwarzen Stern dazu. Bin ich mir relativ sicher. Ja, hallo. Azuras Stern. Ich wusste, die Fürstin der Dämmerung hatte einen Grund, euch zu senden. Gebt ihn mir. Ich werde Azura bitten, den Stern zu seiner ursprünglichen Reinheit zu verhelfen. Hier bitte. Ich werde mit Azura reden. Azura, Mutter der Rosen, Göttin der Morgen- und Abenddämmerung, euer gewählter Champion hat euch euren Stern zurückgebracht. Sie möchte selbst mit euch reden. Okay, tschüss. Bitte, legt eure Hände auf den Altar. Seid gegrüßt, Sterbliche. Ihr seid meiner Führung durch die Schleier der Dämmerung gefolgt und habt meinen Stern von meinen Waren gerettet. Doch seine Seele wohnt noch immer darin, geschützt durch seine Zauber. Bis er beseitigt ist, wird euch mein Artefakt nichts nützen. Kann man diesen Stern irgendwie säubern? Am Ende wird der Stern allmählich auf meine Ebene im Reich des Vergessens zurückfinden. Doch ich bezweifle, dass ihr die 100 Jahre, die das dauern würde, warten könnt. Nein, es bleibt nur eine Möglichkeit. Ich werde euch in den Stern schicken. Dort werdet ihr Males Seele bangen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, Sterblicher. Okay. Also. Ich bin bereit, den Stern zu betreten. Hab Vertrauen, Sterblicher. Ich werde über euch wachen. Meine Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut, ich bekam schon Hunger. Wartet, irgendwas mit euch ist anders. Ihr könnt
könnt eurem Schicksal nicht entrinnen, Marlin. Euer Experiment ist beendet. Auch euer Experiment ist beendet. Und wer seid ihr, dass ihr mich herausfordern wollt? Ich habe die Sterblichkeit selbst bezwungen. Ich habe den Daedra-Fürsten in die Augen gespuckt. Dieses Reich gehört nun mir. Ich habe zu viel geopfert, um es mir von euch wegnehmen zu lassen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh, da bist du. Oh. Der Stern kann sich selbst leiten. Keine Sorge, Stern. Ich werde euch zurückbringen, bevor ihr vernichtet werdet. Ja, ja. Ich durchsuche einfach mal alle, die mir hier im Weg standen. Mein Stern wurde wiederhergestellt. Und Marlins Seele wurde dem Reich des Vergessens überantwortet. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Sterblicher. Wie es vorherbestimmt ist, steht es euch frei, meinen Stern nach eigenem Ermessen zu benutzen. Hab Dank, Königin Azura, aber ich hab den Stern nicht. Lebt wohl, Sterblicher. Wisset, dass Azura in der Dämmerung über die Fäden eures Schicksals wachen wird. Sterne hinzugefügt, doch gekriegt. So, was kann ich mit dir? Als ihr im Stern wart, zeigte mir Azura eine Vision. Ihre letzte, wie sie sagte. Seit der Flucht aus Morrowind haben mich Azuras Prophezeiungen stets begleitet. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ihr mich braucht, würde ich mich geehrt fühlen, euch zu begleiten, Wächter des Sterns. Dann hätte ich eine Aufgabe. Wie könnt ihr denn behilflich sein? Bevor ich zum Glauben an Azura fand, war ich eine fähige Zauberin. Danach hat mich ihre Magie genährt. Ich könnte meine Zaubersprüche für euch einsetzen, euch beschützen, eure Feinde besiegen. Bis zum nächsten Mal, Wächter. Ja. Aber das ärgert mich jetzt so ein bisschen, dass ich die weiteren nicht durchsuchen konnte. Vor allen Dingen Malus, hätte ich den vielleicht als erstes durchsuchen sollen. Naja, was passiert ist, ist passiert. Wir gucken in unsere Questliste. Wir werden wieder bei Verschiedenes irgendwas Schönes machen. Ich würde einfach mal sagen, wir... Wir machen einfach mal, finde die Energiequelle in Spaltsteinschlucht. Oder? Wo ist das denn? Oder kann ich zu Elinaltas Tiefen reisen und dann darüber laufen? Ja, das machen wir doch einfach mal. Und gucken mal, was denn die Energiequelle ist. Ja, das ist natürlich schon. Ich werde es euch verraten. Es ist ein Schrei. Drachenschrei, den wir lernen, beziehungsweise ein Wort, was wir lernen, was wir dann irgendwann vielleicht mal verwenden können. Ich bin immer noch auf der Suche, da werde ich vielleicht auch nochmal in einer Lösung nachgucken. Nach einem Schrei, dieser Schrei hat so gut wie keine Cooldown-Zeit und der bewirkt, dass man eine Druckwelle ausstößt und Monster in der Nähe auf diese Stimme, die dann aus einer anderen Ecke erscheint, dorthin gelockt werden. Ich weiß noch nicht, wo sie ist, die muss ich erstmal suchen. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Halt nicht. Okay, was ist denn das hier? Leben. Ich brauche eine Spitzhacke.
Alles klar. Dann machen wir das hier später. Das können wir uns ja merken. Irgendwie bei Elinaltas Tiefe, war das so? Ist das so? Ich glaube schon. Ist eine Lehmgrube, falls wir das mal irgendwie benötigen. Ich glaube, die sind nicht so oft. Was ich noch nachgucken möchte, wie viel wiege ich denn eigentlich? 289 von 325. Ah, hoffen wir mal, dass wir nichts wegschmeißen müssen. Egal, wir werden das schon hinkriegen. Ich habe öfter mal das Problem, dass man irgendwie was wegschmeißen muss. Mist. Wir müssen nach da oben und ich bin nach unten gelaufen. Dahin. Aber sollte ja irgendwie möglich sein, oder? Das ist doch nicht oben. Ist das hier? Ist das doch nicht oben? Das ist bestimmt. Ganz bestimmt sogar. Schöne Festung hier vorne. Aber die interessiert uns eigentlich gar nicht. Wieder bescheuert gelaufen wahrscheinlich. Aber hier geht's nach links. Das sieht gut aus. Dass wir so den Berg raufkommen und unsere Höhle finden. Die Höhle müsste nämlich fast direkt vor uns sein. Oh, da läuft jemand. Naja, wollen uns nicht weiter kümmern. Sind hier Gegner? Hier ist auf jeden Fall ein Skelett. Ein bisschen was von absnacken kann. Beeilt euch! Eine Todbeschwörer-Adept. Also, ich kenne Todbeschwörer-Adepten eigentlich nur als Gegner. Wer bist denn du? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Jäger. Gegend. Bis dann. Nein! Jemand muss mir helfen! Warte mal stehen. Ich mache mich aus dem Staub. Ja! War der neben? Oh. Die ist doch nur daneben. Ja, schnell zurückgekommen einmal, ne? So. Bei Totenbeschwörer sind ja eigentlich böse. Erstmal dran nähern. Sehr schön. Haben wir unsere Energie mal ein bisschen aufgeladen. Und den Rest sammeln wir jetzt ein. Ja, das mit den Pfeilen. Da habe ich natürlich wieder einiges an Pfeilen verschossen. Das ist halt so. Ja, passiert. Naja. Wie dem auch sei. Hier noch ein paar rum. Scheint mir. Naja, auf in die Spaltsteinschlucht. Jetzt nicht. Schutzgeist beschwören können wir schon, soweit ich weiß. Deswegen lassen wir das auch so liegen und du kannst da. Die wird doch bestimmt kalt. Naja, jetzt wird dir ein bisschen wärmer. Hier ist ein Skelett, ich höre das schon. Das ist rechts von mir. Steht da rechts um die Ecke. Aber du hattest auch nichts Besonderes dabei. Schade.
den Schalter hier vorne ausgelöst hat. War natürlich nicht Sinn der Sache. Warten wir mal kurz, bis das Feuer weg ist. Genau. Schon wieder bekomme ich. Okay, das Ding hängt in der Luft. Meinen Fall nicht wieder. Jawohl, von dir krieg ich den Fall wieder. Und Gold. Ah, da oben hängen die Dinger, mit denen wir hätten das Öl, was auf dem Boot war, anzünden können. So, aber jetzt sind da hundertprozentig welche. Mir kann keiner erzählen, so. Wir sind. Ah, da steht der Stern. Er wurde durch die Falle gekillt. Ja. Ein Skelett hat sich erledigt. Sehr schön. So muss das laufen. Durchsuchen. Nürnburg. Durchsuchen. Mein Dreifall. Yay. Ja, er ist da drauf gelaufen und wurde von der Falle den Rücken geschlagen und somit getötet. Soll mich nicht weiter stören. Finde ich eigentlich ganz gut. Hier liegt ein Geldbeutel, den habe ich vorhin schon gesehen. Weizen ist eine Zutat, die nehmen wir mit. Und hier ist eine Truhe Adept, die wir natürlich öffnen wollen. Na komm. Sehr schön. 48 Gold haben oder nicht haben. Mir hilft das weiter. Euch tut es nicht weh, wenn ihr das nicht mehr habt, weil ihr seid eh alle tot. Gibt es hier hinten noch irgendwas Interessantes? Hier ist nur ein Aussichtspunkt. Na gut. Wollen wir mal durch die Tür gehen? Wo sind die Gegner? Da ist doch einer, der sich aber wieder versteckt. Wo hab ich mich erschrocken? Wodurch habe ich das denn jetzt ausgelöst? Ach so. Ich verstehe. Hier sind Seelensteine aufgebaut. Ah, ich höre schon das Wort sprechen. Noch irgendwo ein Gegner. Wo ist er? Und tschüss. So, sind hier noch mehr Seelensteine aufgebaut, wodurch ich Schaden bekomme. Scheint mir momentan nicht so. Was passiert? Passiert. Ich dachte, es würde etwas passieren. Die Truhen Meister. Ob wir die aufkriegen? Ich weiß ja nicht. Na, da bin ich schon ganz richtig. So, fertig. Super. Diadem der Alchemie. Ah. Okay. Sehr schön. Geht's wohl auch weiter. Aber gucken wir uns doch erstmal. Magier hier an. Zauberbuch Frostbiss. Frostbiss, so. Das kennen wir, soweit ich weiß, noch nicht. Bücher. Zauberbuch Frostbiss. Sehr schön. Wir haben den Zauber gelernt. Ob wir den schon wirken können? Keine Ahnung. Weil wir ja nicht viel Magika haben. Was das aber jetzt im Moment noch nicht so schlimm ist, weil wir im Moment ja auch keine Magie wirken. Okay, wo muss ich entlang? Das mache ich aber hier. Zack.
Winterbeeren, Feuersalze, Mondzucker, Kaniswurzel. Diese ganzen Zutaten ist ja herrlich. Okay. War klar, dass das passiert. Ich dachte, ich könnte das Seil irgendwie kappen. Leider ging es nicht. Naja. Winziger Seelenstein. Knochenmehl. Gibt hier nichts. Und die würde ich noch ein bisschen Gold bekommen. Okay. Dann geht's hier hinten hinter der Ecke weiter. Aber. Der Tür erwartet uns dann bestimmt noch das ein oder andere Monster. Wollen wir doch mal gucken. Ah. Da oben. Tortenbeschwörer. Das ist doch auch ein Tortenbeschwörer, oder? Ah, ne, der da. Kommst du auf mich zu oder bleibst du auch wieder stehen? Heißt dich? Das war nicht so gewollt, ja? Oh, das war's schon. Oh, oh, das war's nicht. Oh, der Feueratonal ging aber schnell kaputt. Noch kann ich da nicht hin, weil es hier brennt überall. Aber von den Feueratonalchen kriegen wir Feuersalze. Feuersalze sind jetzt nicht so häufig, dass sie vorkommen. Lassen wir mal da liegen. So. Durchsuchen. Wacholderbeeren. Start der Funken. Und bisher sind wir durchgekommen, ohne etwas abzuwerfen, weil wir überladen sind. Das ist doch herrlich. Oh, noch mehr Feuersalz. Sehr schön. Gold dabei. Oh, noch ein Stein von Barenzia. Sehr schön, dann haben wir schon 4? Warum 4? Warum waren das 2? Feuer, Feueratem. Okay. Jetzt will ich aber mal ganz kurz gleich mal gucken. Das Stern. Okay. Was auch immer Meridia Stern ist, das kennen wir ja schon. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreath zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Okay. Morgengrauen. Alles klar. Okay. Ist das zufälligerweise auch wieder eine dädrische Quest? Dann haben wir ja schon wieder 2 Dädra in einer Folge. Menschenskinners. Geht ja hier flott. Ein paar Rollen, da kann man nicht schön was anfangen. Rolle des Feuerballs, Junge. Okay. Riesenflechte, es dürfte eine Zutat sein. Menschliches Herz auch. Hier, sehr schön. Sonst war es das, richtig? Ja. Ziehen wir mal hier dann, dürfte das hier aufgehen. Perfekt. Ja, und hier haben wir vorhin vorgeguckt, hier liegt der Skeber, den wir getötet haben. Sehr schön. Wir können wieder verschwinden. Okay.
diese Quest haben wir erfüllt. Ohne irgendwelche großen Probleme. Das Schwierigste war der Magier, der hier draußen stand. Der Totenbeschwörer, der hier an der Ecke stand. Aber den haben wir auch erledigt. Und eine Sache interessiert mich aber noch. Habe ich jetzt tatsächlich 4 Steine von Varensia bei mir im Inventar? Sonstiges? Da. Nein, 3 Stück. Ich habe 3 Stück im Inventar. Die Quest sagt mir jedoch, wo ist denn kein Zacken aus der Krone brechen, dass ich schon 4 Stück habe. Tja, da liegt wohl ein Bug auf dem einen Stein, dass der irgendwie doppelt zählt. Naja. Soll uns nicht weiter stören. Schlimmer wäre es, wenn er nicht gezählt hätte. Ist ja auch vollkommen egal. Wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren. Doch, dürfte richtig gewesen sein. Bin mir gerade nicht so sicher. Aber wie dem auch sei, in dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis dahin. Ciao.